Das ist jetzt Okinawa Karate, was ist wieder ein bisschen anders zum Japan Karate. Japanisches Karate hat andere Distanzen, längere Techniken, längere Stellungen. Okinawa Karate arbeitet sehr an der Nahdistanz. Senkrechten Form, auch wenn sie sich viel gedreht haben. Die Karte, die wir jetzt sehen, läuft auch auf einer Linie, sozusagen im waagerechter Form. Sequenzen aus diesen Katas in der Anwendung. Und für die Kampfsportler unter den Anwesenden, also man sieht schon, die Distanzen sind wesentlich enger. Da arbeitet man im mittleren Bereich, hier ist doch alles sehr in der Nahdistanz. In dieser senkrechten Form, auch wenn sie sich hier. Aber das Szenario von vorhin nehmen, es war dabei auch gar nicht wichtig, ich komme schnell genug wieder weg. Entweder haut er mir den Kopf ab oder ich bin schneller. Wenn ich schneller bin, brauche ich auch nicht wieder weg. Ein Spezifikum in manchen Okinawa-Stilrichtungen ist eine spezielle Abhärtungsarbeit. Ich glaube, wir zahlen jetzt eigentlich. Ja, Chisanda! Sieht vielleicht so aus, als wenn jetzt nur der Haken oder Leidtragen ist, aber der draufhaut, dem tut das genauso weh. Hey!
damit möchten wir den Vortrag und unsere kleine Demonstration beenden. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Zeit genommen habe, hier zu kommen, sich das anzuschauen. Für die Kampfsportler war es hoffentlich eine hilfreiche Information. Für jemanden, der sich für Land und Leute interessiert hat, hat es hoffentlich auch ein bisschen was gebracht. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag. Guten Heimweg. Ja, auch von uns alles Gute, kommen Sie gut nach Hause. Die Informationen von uns haben Sie bekommen. Wenn Sie wollen, sehen wir uns wieder beim nächsten Treffen.